Ja, es ist jetzt 17 Uhr. Für die Leute, die jetzt zugeschaltet haben, sage ich es nochmal. Dies ist der letzte Tag von Supreme. Danach ist Supreme tot, inklusive allem, was dazugehört. Auch der ganze Sender. Ab Januar kommt Viva Plus. Und bis 24 Uhr habt ihr noch Zeit, Supreme zu gucken. Es kommen noch ein paar Folgen. Ich kann ja schon mal vorankündigen. Es kommen noch Oldschool-Train-Bombing-Graffiti-Aufnahmen. Es kommen noch mal andere Oldschool-Aufnahmen. Dann kommen noch mal Oldschool-Aufnahmen. Dann kommt noch KRS-One später. Und dann kommt noch mal eine Abschiedssendung. Also dranbleiben. Wir sind jetzt auf jeden Fall halt taktlos. Diese Sendung hat für viel Aufregung gesorgt. Also, das war unfassbar. Ich habe bei mz.com, wo unser Internetforum ist, es wird auch wahrscheinlich stehen bleiben, damit man da nochmal in 2 Jahren drüber lesen kann. In dem Forum habe ich halt gepostet, nächste Woche kommt taktlos an dem und dem Tag. Und innerhalb dieser einen Woche gab es 1500 lesende Zugriffe auf diesen Thread. Also das hat noch kein anderer Hip-Hop-Künstler bewirkt, den ich da reingestellt hatte. Das war unfassbar. Dann war das Ding ausgestrahlt und dann an einem einzelnen Tag waren auch nochmal ungefähr 1500 lesende Zugriffe, also am Folgetag. Das hat wirklich noch keiner hingekriegt. Also sehr, sehr krass. Das Interview ist übrigens so zustande gekommen, dass ich gefragt habe, ob man, also ich habe Jack Orson gefragt, ob man ein Interview machen könnte, und er hat halt taktlos gefragt, taktlos hat mich angerufen, meinte so, ja, wie soll das aussehen? Ich so, ja, ich möchte halt ganz gerne, dass du ein oder zwei Stücke rappst und wir machen dann halt ein Interview. Und er so, kann ich nicht die ganze Zeit rappen? Und ich so, okay, wenn du willst, weil ich fand die Idee so schön durch und das passte ja auch zu ihm. Durch sein einfach, dass ich gesagt habe, lass es uns machen. Und dann habe ich gefragt, machen wir dann gar kein Interview? Nö, dann machen wir gar kein Interview. Naja, okay, machen wir es einfach so. Dann habe ich mich mit ihm verabredet für die darauffolgende Woche, um das zu drehen. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, können wir da irgendwie nochmal kurz vorher telefonieren, um das zu bestätigen und so? Kannst du mir eine Nummer geben? Nö. Ich hatte also keine Nummer und musste mich darauf verlassen, dass er kommt. Er kam auch tatsächlich. Und ich bin zu ihm runtergegangen an Empfang. Er stand da halt mit Jack Orson und zwei netten Damen, unter anderem die Becky, die ihr auch an den Turntables sehen werdet. Und gehe so zu ihm hin und will ihm Hallo sagen und gebe ihm so die Hand und er so zu mir, wann kriege ich mein Geld? weil wir das ausgelegt haben, weil er halt kein eigenes Label hatte zu dem Zeitpunkt. Er ist ja jetzt bei Home Recordings mit seinem Fick die Biatch Label. Dann habe ich mal gesagt, ja, später, lass uns das erstmal bitte drehen, bla bla bla. Und ich habe original mit taktlos, glaube ich, ja, höchstens 6 Sätze gewechselt. Mehr haben wir nicht miteinander gesprochen. Ich glaube, er hat auch mit niemandem anderem hier im Sender irgendwie was gesprochen. Wir haben das Ding geschossen. Ich habe in der Regie gestanden und habe nur die Kommentare der Kameraleute, der Regisseure und der Aufnahmeleiterin gehört, die total geschockt waren, weil die wussten natürlich nicht, was da auf sie zukommt. Und ja, die wollten es halt nicht glauben. Ich habe mich also köstlich amüsiert da, habe dem Regisseur gesagt, film das mal so, mach doch da mal einen Zoom drauf, wenn ihr mal drauf achtet, dann wisst ihr, worauf gezoomt wird und so weiter. Dreh doch mal die Kamera auf den Kopf. Und ja, wir haben uns wirklich köstlich amüsiert. Die Sendung wurde in den Nachrichten dann immer so verkauft, dass taktlos versucht, eine Stunde durchzurappen. Und das wäre ja etwas, es kam so rüber, als wäre das was total Besonderes. Es ist ja nichts Besonderes, dass jemand eine Stunde durchrappt. Es gibt 1000 Leute, die eine Stunde durchrappen. Das Besondere war nicht das, sondern das Besondere war, dass er einfach nur gerappt hat, dass er kein Interview gegeben hat. Und ja, darauf folgend habe ich einige Sachen zum Beispiel auch auf der Royal Bunker Seite gelesen, wo dann so stand, ja, er hat dieser Pussy Falk kein Interview gegeben, das ist real underground. Ja, fuck that. Ich meine, wo ist das Problem? Er musste mir kein Interview geben und es ist immer so dargestellt, als wäre er in der Sendung und ich wäre der Idiot.
weil ich ja kein Interview von ihm bekommen habe. Ja, ich hätte auch sagen können, du kriegst keine Sendung. Habe ich aber nicht. Herzlich willkommen bei Supreme. Heute haben wir ein besonderes Spezial, ein außergewöhnliches Spezial. Und zwar haben wir zu Gast Becky und Taktlos. Und Taktlos wollte kein richtiges Interview führen, sondern wollte nur rappen. Bei uns ist es kein Problem und deswegen seht ihr jetzt die nächste Stunde Taktlos, wie er die ganze Zeit rappt. Bis später. Mit dem, was ihr tut, denn taktlos ist am Mikrofon. Meine Nase ist groß und ich habe den Humpty-Tanz. Nigga, was willst du? Du hast keine Chance. Ich battle jeden MC mit dem Humpty-Tanz. Ich bin unbattlebar, ich bin am Mikrofon. Was ist mit dir? Du kommst nicht klar, du bist nervös. Ich mache dich nervös. Nein, ich mache dich nicht nervös. Du bist selber unkontrolliert. D-A-K-T-R-Doppel-S. Du hast nichts kapiert gegen mich. Ich nehme dich auseinander wie Papier, das geht ganz einfach. Halt einfach die Fresse und vergesse niemals. T-A-K-T-L-O-Doppel-S gibt keinen Fick auf dich und deine ganze Familie. Ich bin unschlagbar. Eisenschwanz taktlos, pimpt die Hoes. Mein Penis hat Rostschutz bei den vielen feuchten Fotzen. Ist das vernünftig? Künftig fick ich nur noch frische Dotte aus dem Bay. Konsulat lukrativ sind sie und